Ja, meine Freunde, heute wieder herzlich willkommen auf dem Radioactive Server. Oft kam die Frage auf, kann man den Kraken alleine machen? Boah, was brauche ich dafür? Ja, worauf muss ich achten? Können mir Leute helfen? Und deswegen zeigen wir euch heute, wie man den Kraken auch alleine macht oder alleine machen kann, beziehungsweise mit einem Schiff. Ich werde mal zwischendurch ein bisschen was erzählen, dann werden wir uns angucken, wie die das machen. Wie gesagt, ein Schiff, es sind allerdings jetzt ein paar Leute mehr drauf auf dem Schiff, weil ein paar den Kraken noch brauchen und sich das gerade angeboten hat. Und ja, alles Weitere würde ich sagen, erzähle ich dann in dem Video vorab noch. Es gibt halt den Kraken V1, den Kraken V2, was der schwere Modus ist, das sind die Vanilla-Kraken. Und dann gibt es hier bei Radioactive von uns den Release the Kraken, den Kraken V3. Und dieser ist extrem hart und zeichnet sich dann dadurch aus, dass er zum Beispiel Wale anstatt Schiffe spawnt. Ja, ich würde sagen, dann fangen wir jetzt doch einfach mal an. Ihr bekommt, wenn ihr hier in die Nähe von diesem Kreis, ihr seht hier diesen Kreis da hinten im Hintergrund, kommt dieses Feld hier. Na, das ist bei uns ein Spawn Manager. Das heißt, ihr könnt aussuchen, welchen der Kraken ihr beschwören wollt. Ihr seht, die beiden sind hellgrau, der ist ausgegraut, weil ihr für den hier noch eine Engelsfeder benötigt, wenn ihr den spawnen wollt. Und ja, die beiden könnt ihr halt mit den Powerstones, also mit den jeweiligen Powerstones spawnen. Ja, dann würde ich sagen, ich spawne den gleich. Wir sehen uns gleich wieder. Ja, meine Freunde, da sind wir wieder und wir fangen jetzt auch direkt hier mit dem Kraken V1 an. Und dann geht es jetzt auch jeden Moment los. Ihr seht es hier, ja, so sieht der Kraken V1 aus. Ist noch relativ unspektakulär. Ihr seht, jetzt ändert sich gleich das Wetter. Oben kommen ein paar Kugeln und ihr seht, diese Schiffe, die hier gespawnt werden. Ja, ihr seht jetzt hier ein paar Schooner und da hinten sind auch noch welche und das, also die werden automatisch gespawnt in jeder Runde. Also es ist ein wellenbasierter Boss, sage ich mal. Und es spawnen immer mindestens drei Schiffe, die ihr zu versenken habt, bevor ihr halt die Runde quasi beenden könnt und umso mehr Schiffe teilnehmen, desto mehr NPC-Schiffe spawnen auch. Wie gesagt, die müsst ihr einfach versenken, um die Runden halt zu beenden. Dann müsst ihr die Tentakeln hier klein schießen und dann wird sich der Kopf ins Wasser senken und dann könnt ihr darauf halt Damage machen. So, willkommen zurück. Ich bin hier einmal zum Rand geflogen. Ihr seht, dass sich hier so eine Nebelwand gebildet hat. Das heißt, solange in dem Kraken, beziehungsweise in dieser Arena, es geht hier einmal im Kreis um den Kraken, sich Spieler befinden, welche leben, könnt ihr diese Arena nicht verlassen. Ihr könnt da auch nicht mit Schiffen rein oder rausfahren. Das ist also eine unpassierbare Wand. Und ja, dann gucken wir uns das gleich doch mal ein bisschen weiter hier den Kampf an. Bis gleich. Ja, willkommen zurück. Ihr seht hier diese blauen Kugeln. Die Kugeln nehmen halt Target auf ein Schiff. Ihr seht, dass sie verfolgen das Schiff halt und ihr seht, sie explodieren da schon und ihr könnt die halt ganz normal mit zum Beispiel einem Hydra-Revolver, Karabiner, Armbrust, wenn ihr drauf schießt, kaputt machen. In dieser Version, also V1, V2, machen die einfach ein bisschen Schaden. Solltet euch allerdings nicht selber direkt treffen lassen, weil dann kann das doch schnell zum Ende des Kampfes führen für euch. Beim V3 funktionieren die anders, aber das seht ihr in dem V3-Video. Ja. Dann sehen wir uns gleich wieder. Ja, meine Freunde, willkommen zurück. Das Schiff hat jetzt hier das erste Mal sämtliche Tentakeln und Schiffe besiegt. Ihr seht, der Krakenkopf ist runtergegangen. Das Artefakt, also der, ja,
der Magical Stone, ja, ist erschienen und erzeugt hier dieses Schild um den Krakenkopf. Gilt jetzt einfach für die Galeone ranzufahren und halt Schaden zu machen. Und dann werden wir jetzt rausgeschleudert, was immer nach Ablauf eines Timers oder einer gewissen Schadenssumme passiert. Wird man rausgeschleudert. Und dann geht das Ganze wieder von vorne los. Es werden wieder, also es spawnen wieder Schiffe. Die Arme kommen wieder hoch. Und ja, das ist, wie so eine Runde halt abläuft. Und dann sehen wir uns gleich wieder, Freunde. Einmal zur Erklärung, was benötigt ihr überhaupt? Worauf solltet ihr achten? Ja, meine Freunde, willkommen zurück. Ja, da unten wird weiterhin fleißig gekämpft. Sammeln so langsam die Schiffe ein und dann fangen wir hier einmal kurz an. Und zwar gehen wir hier unter Fähigkeiten und gehen hier unter Quest Skills und dann seht ihr hier den Explore the Depths und das hier ist dieser Skill, den ihr freischaltet, wenn ihr die neuen Power Stones in B2 gemacht habt und anschließend hier den Kraken besiegt habt. Damit schaltet ihr halt dann das Submarine frei und schaltet gleichzeitig die Unterwasser-Power Stones frei, welche ihr dann mit dem Submarine suchen könnt. Dazu kommt aber auch noch ein Video. So, ich habe mich einmal passend geskillt quasi. Ihr seht natürlich Level 100. Das ist jetzt keine Pflicht, ist aber halt mein Spielerlevel. Ihr solltet auf jeden Fall achten, dass ihr mindestens 60 Resistenz habt und möglichst viel HP. Ich empfehle Max HP, falls ihr dann doch mal getroffen werdet. Es gibt nämlich noch so Blitzfelder, da kommen wir hoffentlich auch noch zu. Und die können einen Höllenschaden machen. Das ist auf jeden Fall die Skillung, welche ihr haben solltet. Und dann sehen wir uns gleich wieder. So, willkommen zurück. Die da unten haben jetzt mittlerweile Wave 2 oder was heißt Runde 2 quasi geschafft und begeben sich jetzt wieder auf den ja, auf den Kopf zu, sage ich mal, auf dieses Schild und werden da jetzt wieder Schaden drauf machen. Und während die das machen, wir warten kurz, dass wir mal von oben sehen, wie das aussieht mit dem rausgeschleudert werden. Ihr seht ja weiterhin hier diese Kreise, wo die Tentakeln, ja, wo die normalerweise sind, hier so. Und gucken wir jetzt mal kurz. Zack, weil ihr seht, passiert jetzt zum Glück nicht. Manchmal passiert es, dass ihr halt leider in diesem Tentakel quasi reingedrückt werdet mit dem Schiff. Und deswegen kann ich euch nur empfehlen, wenn ihr zu diesem Kopf fahrt und schießt, macht eure Gunports alle auf, drückt V und dann wird halt automatisch auf die Tentakel geschossen, wenn ihr rausgeschleudert werdet. Ihr seht jetzt hier diese Blitzfelder und das ist der Hauptdamage-Dealer des Kraken. In der ersten Runde kommen die nicht. Na, also die kommen hauptsächlich erst nach Runde 2. Und ja, wenn ihr da halt mit dem Schiff reinfahrt, kriegt ihr massiv Schaden und seid auch nicht in der Lage, groß das Schiff dann zu bedienen. Ihr seid dann quasi erstmal hilflos ausgeliefert. Deswegen kommen wir dann hier einmal zu den Skills, welche ihr haben solltet. Ihr seht hier den kompletten Reiter. Und da solltet ihr auf jeden Fall hier den Retter geskillt haben. Und ich empfehle auch für die Leute, die nicht am Steuer sind, das schneller Nachladen. Das sammelt die Truppen für den Kapitän, genau wie das Überladen für den Kapitän. Überladen und sammelt die Truppen, klar, um Schaden auf den Kopf zu machen. Retter, damit halt alle am Leben bleiben und es schneller Nachladen für die Schützen, dass die halt diese Kugeln, die da die ganze Zeit angeflogen kommen, besser bekämpfen können. So, dann wollen wir uns hier auch mal ein paar Kampfszenen gönnen. So, jetzt seht ihr es hier. Sie sind in Blitzfeld reingefahren. Ihr seht da diesen grünen Kreis. Die Retter werden auch direkt gezündet, weil dieser Schaden doch massiv ist und einen dann doch relativ schnell mal rausklicken kann. So, dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir dann einmal durchgehen, was man für Ausrüstung mitnehmen sollte.
So, befinden uns jetzt hier wieder am Ausguck des Todes. Ich bin gleich oben. Und einfach damit ihr mal eine entspanntere Sicht habt. Ihr seht, hier kommt ganz schön was auf einen zu, wenn man das versucht alleine zu machen. Aber auch da sind die Schadenzahlen ja, vernachlässigbar, würde ich sagen. Was würde ich euch also an euren Ausrüstung empfehlen? Ihr solltet auf jeden Fall bedenken, dass ihr keine Plattenrüstung anzieht, weil ja, Wasser, Metall, Strom, nein. Außerdem, dadurch, dass das Wetter immer zu Regen switcht und dann doch relativ kräftig im Wind ist, wird es relativ schnell kalt. Deswegen gönnt euch entweder eine Leder- oder eine Pelzrüstung. Gerade wenn ihr nicht so viel Fortitude geskillt habt, dann gönnt euch doch eher die Pelzrüstung. Das kann für den V1 eine ganz normale graue sein. Empfehlen würde ich dennoch eine blaue. Ja. Und genauso bei den Waffen, habt auf jeden Fall Karabiner, Hydra-Revolver oder Armbrüste ausreichend dabei und ausreichend Munition. Weil ihr seht, es kommen einiges an Kugeln. Das benötigt ihr. Medipacks benötigt ihr. Jedes Mal, wenn ihr einen Heiler zündet, also diesen Skill, verbraucht ihr auch automatisch ein Medipack, was dann halt komplett kaputt ist. Ihr benötigt halt Munition für das Schiff, ne? Das sollte klar sein. Und ja, dann würde ich euch auf jeden Fall noch Buff-Food empfehlen, also Pudding hauptsächlich und Alkohol. Einfach für die Buffs, damit ihr halt weniger Schaden kriegt, mehr aushaltet und dergleichen. So, außerdem sehr, sehr, sehr zu empfehlen, nehmt euch als Schultertier einen Affen mit. Dem könnt ihr auch ein cooles Mützchen aufsetzen. Ja, ist halt ein Affe, ne? Ist A cool, weil es ein Affe ist. Und B ist es super, weil er als passive Fähigkeit hat, dass ihr eure HP schneller regeneriert, was sehr hilfreich sein kann, wenn man dann doch aus Versehen mal das ein oder andere Blitzfeld mitgenommen hat. Und da gilt es zu sagen, dass bei dem Affen tatsächlich, ja, wir haben das getestet, dass umso höher da ein bestimmter Wert ist, dass desto höher die Regeneration ist, die der Affe euch bringt. Also umso besser der Affe, desto leichter ist es für euch. Und ja, dann fahren wir jetzt nochmal hier noch gerade zu der Runde und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn wir ein bisschen über die Schiffsskillung sprechen. Wobei, jetzt haben wir hier den Fall, dass wir in so einem Tentakel stecken. Und da wir das diesmal hier alleine machen, bleibt den Leuten nicht viel über, als diesen Tentakel im Nahkampf zu erledigen. Das ist dieser Fall, den ich vorhin angesprochen habe. Wenn ihr dazwischen rauskommt, Luken auf V, dann macht ihr die direkt platt. Das ist halt der seltene Fall, da solltet ihr darauf vorbereitet sein. Ist aber, ihr seht, der Tentakel ist gleich down, auch machbar. Und jetzt sehen wir uns tatsächlich gleich wieder. Ja, willkommen zurück. Hier wollte ich einfach mal noch zeigen, dass wir hier extra auch noch für die Schiffe eigene Segel, wie bei den Piraten und der Navy, entworfen haben. Nicht, dass ihr denkt, dass das irgendwie Piraten sind. Also es sind schon eigene Krakenschiffe. Also macht euch da keine Sorgen um euer Standing. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Hat er mir eiskalt das Segel hier vom Kopf gehauen? Ich werde nicht mehr. Ja, meine Freunde, willkommen zurück. Habe ich am Anfang natürlich vergessen. Wo können wir den Kraken überhaupt beschwören? Ihr seht, wir befinden uns hier ziemlich mittig in C3, also Charlie 3. Und ja, da ist der Kraken auch. Also genau da, wo dieses C3-Symbol auch bei mir auf der Map ist. Und ja, hier könnt ihr den halt beschwören. Ja, meine Freunde, da sind wir wieder. Ich finde die Szene einfach gerade ziemlich interessant, wie alles auf die Galeone unloaded wird. Und so, bis gleich, ne? Ja, meine Freunde, da befinden wir uns jetzt kurz vorm Ende des Kraken. Wenn sie das jetzt nicht groß verhauen, ist der Kraken auch gleich besiegt. Ihr seht, er ist schon sehr blutig. Blutig. Meine Güte, blutig.
Ne? Auch deutsche Sprache, schwere Sprache, ihr kennt das. Sind hier auf jeden Fall in den letzten Zügen. Und dann haben sie es mit einem Schiff auch geschafft. Und damit seht ihr halt auch, es ist möglich. Ihr könnt es quasi alleine machen. Ich empfehle zwei, drei Leute, aber ein Schiff reicht durchaus. Und jetzt gucken wir uns hier noch kurz das Ende an. Ihr seht, da ist nicht mehr viel. Also dann begeben wir uns mal ein bisschen näher ran. Da fliegt die Salve. Und damit ist der Kraken V1 besiegt. Das Monster sinkt ins Wasser. Ja, jetzt denkt ihr euch sicher, wo ist denn der Loot, die Lootkiste? Die Lootkiste gibt es bei uns nicht, hier auf dem Server, sondern eine zufällige Person auf jedem Schiff bekommt Loot. Und ja, so gibt es halt keine Streitigkeiten. Boah, ja, wir wollen das haben, wir wollen das haben, wir wollen das haben. Der hat das genommen und so weiter. Kraken ist beendet. Jetzt spawnen hier noch ein paar Zyklone als Abschied und das war's an der Stelle. Hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wünsche euch an dieser Stelle viel Spaß, bleibt gesund, viel Glück bei eurem Kraken V1 und bis bald auf dem Radioactive Server. Ciao, ciao.